Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. Seht nur, was direkt vor meiner Base gespawnt ist. Ein kleiner, mieser Alpha-Kano. Einfach so. Level 40. Okay, dann haben wir doch mal wieder einen Job für unseren wunderschönen Titanosaurus. Den schnappe ich mir jetzt. Und dann machen wir diesem Alpha-Kano gleich mal den Gar aus. Und dann kann ich euch bei der Gelegenheit auch gleich zeigen, was ich alles schon so vorbereitet habe. Denn ihr seht es, auf meinem Cats hinten befinden sich neue Crafting-Tables. Und zwar eine Schmiede und ein Steinmetztisch. Aber vorher machen wir noch den Alpha-Kano platt. Right. Juhu, Titano. Titano-Power. Oh nein, wo hängt er? Nein, er hängt am kleinen Zeh, hängt mit dem kleinen Zeh hängt er an der Dings, an der Rampe fest. Ich muss mich lösen. Irgendwie. Der Wendekreis. Okay. Da hinten sind Terrorbirds. Wir können jetzt so eine Verwüstungskurve drehen einfach. Stampf einfach mal. Lol, das Paracea habe ich auch gleich mit platt gemacht. Das ist das Paracea, was hier so steht. Der blöde Nebel, man sieht schon wieder gar nichts. Immer kommt Nebel. Immer wenn ich eine Folge starte, warum? Es ist immer so, jedes Mal. Da hinten ist der Alpha-Kano, zum Glück leuchten Kanos im Nebel. Alphas im Nebel. Lol, ich habe einen Pteranodon platt getreten, das wollte ich nicht, ich habe ihn nicht gesehen. Es herrscht Bodennebel, da sehe ich nichts unten. Unter mir. Komm her, Kano. Komm her. Ja, lauf in meine Richtung, genau. Mach es mir leicht, du Sack. Komm schon. Sehe ich? Ist er unter mir? Ich sehe ihn nicht. Ich hoffe, er ist unter mir. Ich stampf einfach mal. Ah ja, er hat es anscheinend gerafft. Komm mal her, du. Immer schön ran, genau. Guckt euch das an. Wie er keine Chance hat. Wie er nicht mal Anstalten macht, irgendwie gegen mich irgendwas zu machen. Und guck mal, ich kann auch hier hinten stampfen. Das ist so witzig. Und jetzt habe ich keine Stamina mehr. Scheiße. Aber er ist blutig schon. Er hat es gleich überstanden. Stirb halt. Ich will den Zuschauern noch was zeigen heute. Komm. Ich habe keine Zeit, dass du hier so lange rumdengelst. Jawohl, Alpha-Kano. Tot, so. Bums. Jetzt versuche ich, über den Schwanz auszusteigen. Ich weiß, das klingt falsch, aber das ist leider das, was es am besten beschreibt. Das tut nämlich am wenigsten weh, wenn man über den Schwanz aussteigt. So, jetzt muss ich mal gucken. Hat der Alpha-Kano ein Inventory? Oh, kurz einen Blick reinwerfen. Wo ist er denn hingeflogen eigentlich? Ich sehe ihn gar nicht. Von oben sieht das alles immer so übersichtlich aus, wenn gerade nicht Nebel ist. Und von unten ist das alles so... Ah! Er sieht ein bisschen überrascht aus. Hä? Wie ist das denn passiert? So. Eine Armbrust und Pfeile. Etwas, das ich mal wieder überhaupt nicht gebrauchen kann. Aber egal. Ach, fürs Grappling-Hook abschießen reichen solche Low-Level-Armbrüste immer aus. Das ist okay. Kann man ab und zu mal benutzen. So, da ich gerade hier bin mit dem Titano, können wir uns gleich mal anzeigen, was es... Oder kann ich euch gleich mal zeigen? Können wir uns gleich mal anzeigen, genau. Da zeigen wir uns gleich mal selbst an, genau. Nein, ich zeige euch jetzt mal, um was es eigentlich gehen soll. Jetzt in den nächsten... Oh, das tat weh. In den nächsten, ja, paar Folgen, bis zum Update dann zumindest. Und zwar habe ich ja von einem kleinen Halloween-Dörfchen gesprochen. Und das kleine Halloween-Dörfchen ist schon fleißig in Arbeit. Ich zeige euch da mal was, was ich bis jetzt geschafft habe. Wir sehen, hier ist etwas Neues entstanden. Hier ist Pflasterstein direkt hinter der Brücke. Das war doch vorher nicht. Oh, guckt euch das mal an. Ist es nicht geil? Also jetzt, momentan ist es noch so ein bisschen im Rohbau. Aber wenn es dann irgendwann mal fertig ist, dann wird das richtig geil. Und zwar möchte ich hier wirklich so ein kleines Dörfchen hinbauen, so ein kleines Hexendörfchen mit so kleinen Holzhütten und ja, so kleinen Lämpchen hier, die so ein bisschen orange leuchten, so ein bisschen spooky aussehen, ja. Ich habe da so ein paar Mods an den Start gebracht und zwar ist dieser Mod, mit dem ich hier die
den Boden ausgelegt habe, das Pflasterstein und die Wände hier gebaut habe. Das ist ein neuer Castle-Mod. Ja, ich werde den Link mal in die Beschreibung packen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht wieder. Ja, ich muss es mir einschärfen, dass ich den Link in die Beschreibung packe. Damit könnt ihr echt coole Sachen machen. In erster Linie könnt ihr damit Schlösser bauen. Das ist eigentlich der Zweck des Mods. Aber man kann damit auch Holzwände bauen. Das funktioniert folgendermaßen. Im Prinzip baut man immer die gleiche Struktur. Ja, das sind immer diese Holzwände. Und wenn man jetzt hier rangeht und E gedrückt hält, kann man so einen bestimmten Skin auswählen. Ja, das kostet keine Materialien oder so. Ihr könnt das einfach auswählen. Ich kann zum Beispiel hier eine Sandsteinwand draus machen. Oder ich kann, wenn ich hier dran gehe und E gedrückt halte, kann ich so eine Lava-Wand draus machen. Ja, total cool. Das passt bei The Center auf die Lava-Insel richtig gut rein. Oder ich kann hier Greystone draus machen. Das ist, glaube ich, die Standard-Textur, wenn mich nicht alles täuscht. Bemoosten Stein kann ich machen. Der ist ein bisschen dunkel für meinen Geschmack. Oder Obsidian ist noch dunkler. Er glänzt so ein bisschen. Ihr seht es, wie das reflektiert hier das Licht. Ist ziemlich cool. Dark Matter ist auch witzig. Das ist, bewegt sich so ein bisschen. Wenn man so ein bisschen von der Seite guckt, dann sieht man, dass es sich so ein bisschen. Oder? Ah, nee, das ist nur die Reflexion. Nee, doch, Moment, das bewegt sich wirklich. Guckt mal. Guckt mal genau hin. Guckt mal auf diesen Stein hier vorne. Achtet mal auf die Steine, es bewegt sich. Die Oberfläche bewegt sich. Seht ihr das? Krass. Richtig cool. Ein richtig cooler animierter Shader ist das. Nicht schlecht. Dann haben wir noch Frosty. Also wenn man zum Beispiel im Schneebiom irgendwas baut, ja so ein Eispalast oder so, kann man auch einstellen. Und Wooden ist das, wofür ich mich jetzt entschieden habe. Das hat so ein kleines, so ein dörfliches Flair sozusagen, ja. Das ist schon ziemlich cool. Und bei den Dächern habt ihr auch coole Optionen. Da gibt es so, ja, so Kantenvariationen. Guckt mal, der Titano ist auch geil. Ihr seht, da gibt es so Kantenvariationen. Da kann man so die Dächer so übers Eck bauen. Ja, das geht ja im normalen Ark nicht. Da hat man ja immer nur die normalen Dachteile, die so ein bisschen aussehen wie steilere Rampen. Und das geht hier mit besser. Also Dächer kann man hiermit auf jeden Fall viel cooler bauen. Das ist richtig super, was damit alles geht. Und ist auch recht einfach. Also, und auch natürlich kann man bei den Dächern auch einstellen, wie sie aussehen sollen. Ich kann sagen, das soll tan aussehen. Ich kann sagen, das soll wie hier so riesige Platten aussehen. Ich kann auch Terrakotta, das ist das, was, wofür ich mich jetzt entschieden habe. Das ist mehr so ein rotes Spitzdach quasi, so was ländlicheres. Dann haben wir Green Tile. Das ist so ein bisschen vermoderter. Das sieht eigentlich auch cool aus, so von außen. Aber es reflektiert ein bisschen stark. Da ist die Reflexion ein bisschen komisch, oder? Sieht ein bisschen seltsam aus. Mit diesen hellen Rändern. Da ist der Shader irgendwie nicht so ganz cool. Von unten sieht es cool aus, aber von oben, wenn die Reflexion drauf trifft, irgendwie nicht so. Frosty ist natürlich wieder Frost, ne? Gucken Sie mal, Frost. Helle, helle. So, da haben wir hier, genau, das ist das Lava-Dingens. Und Dark Tile ist ein ganz finsteres Dach. Wie sieht denn das von außen aus? Sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, so ein schwarzes Dach. So für ein Halloween Dörfchen ist vielleicht ein schwarzes Dach besser als so ein rotes, ne? Das ist nochmal so ein vermodertes Flair irgendwie nochmal so ein bisschen, ne? Ich werde das jetzt mal umstellen, einfach spaßenshalber. Dark Tile, was hatte ich jetzt genommen? Dark Tile, ne? Genau, Dark Tile. Dark Tile. Dark Tile. So. Dark Tile. Dark Tile. Dark Tile. Dark Tile. Dark Tile. Und so könnt ihr ganz schnell den Look von einem Bauwerk verändern. In einem Instant quasi. Also so, das ist so ein Instant Look Changer irgendwie. Das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Diese ganzen Sachen sind No Collision. Das heißt, ihr könnt die Sachen auch in den Boden reinbauen oder in irgendwelche Bäume. Das habe ich hier zum Beispiel gemacht oder bei der Brücke. Ja, normal könnte man ja die Foundations gar nicht so gekonnt hier drumrum platzieren, ja, wenn die jetzt hier normale Arc-Strukturen wären, die würden sich ja hier nicht platzieren lassen, das wäre ja dann rot.
Aber mit diesen Castle Foundations aus dem Mod geht das. Man muss natürlich dabei eins bedenken, No-Collision-Strukturen tendieren immer so ein bisschen dazu, FPS zu klauen. Ja, also man muss dann das entsprechend mit einkalkulieren, dass man das nicht übertreibt. Also dass man nicht zu viele jetzt irgendwie hier in den Baum reinsteckt, weil der andere Haken ist auch, man wird die dann nicht mehr so schnell los. Man kommt ja da nicht mehr hin und kann die abreißen. Das heißt, man sollte dann schon darauf achten, dass man vielleicht doch so einen kleinen Abstand noch lässt, dass man nicht alles zukleistert, weil irgendwann brechen dann wirklich die FPS ein. Man merkt es jetzt hier auch schon so ein bisschen. Es kommt immer so zum leichten Haken momentan. Und das, obwohl jetzt noch gar nicht so viele hier ausgelegt sind, ne? Das ist halt so eine Sache. So, womit habe ich eigentlich gerade aufgehört, bevor ich den Alpha-Kano gesehen habe? Genau, ich wollte hier die Treppen bauen. Hier kann man nämlich keine mehr bauen. Hier ist die maximale Höhe erreicht. Also so hoch wie hier kann man maximal die Foundations platzieren. Und ich verhungere gerade. Sehr schön. Und dann geht's nicht weiter. Das heißt, deswegen habe ich hier jetzt die Treppen hingebaut, weil das hier die maximale Höhe ist. Und ja, da wollte ich jetzt eigentlich noch ein paar Treppen hinbauen, aber dann kam der Alpha-Kano. Dann habe ich mir gedacht, den müssen wir uns angucken, den müssen wir töten. Ich hatte noch ein paar Treppen im Ketz, oder? Oder habe ich die jetzt noch im Inventar? Ne, ich habe die im Ketz. Dann müssen wir uns jetzt mal wieder zurückbewegen. Dann können wir ein bisschen weiterbauen. Ich werde das in der Regel, werde ich das so ein bisschen offscreen weiterbauen. Wenn jetzt einige sagen, ja, es gibt noch Mods für andere coole Sachen, die man auch Halloween-mäßig aufbauen kann. Ich weiß, dass es einen Mod mit den 4 Evolved-Gegenständen gibt. Also die Gegenstände, die... Oh nein, jetzt habe ich da den Baum umgenietet. Das wollte ich gar nicht. Die Gegenstände, die normalerweise immer von den ARK-Entwicklern zu Halloween zur Verfügung gestellt werden, den werde ich aber nicht benutzen, weil ja jetzt eh bald wieder das Halloween-Update kommt und da werden eh wieder dekorative Items hinzugefügt. Insofern verzichte ich da jetzt erstmal drauf, da einen Mod dafür zu installieren, weil je weniger Mods man installiert, ne, desto weniger Probleme gibt es dann unterm Strich auch immer. Deswegen achte ich da schon ein bisschen drauf, und da hinten ist noch ein Titano, dass wir nicht zu viele Mods installieren, ja. Was ich noch habe, ist ein Mod für Grabsteine. Das ist auch cool und ganz atmosphärisch. Dann haben wir natürlich noch den Echo Trees Mod. Den können wir auch für ganz coole Sachen benutzen. Und dann haben wir noch einen Mod für Landschaftsfoundations. Also das sind so Foundations mit Grastextur oder Drecktextur, ja. Das ist ein bisschen so ähnlich wie die Castle Foundations, nur nochmal noch eine Gestaltungsebene dazu quasi. Das sieht dann mehr aus wie normaler Boden quasi. Und das ist schon ganz cool. Da haben wir ein paar Möglichkeiten. So, jetzt schnängel dich hier mal durch. Und wenn dann natürlich die offiziellen Halloween-Items wieder reingepatcht werden, mit dem Halloween-Patch, der ja am 27. Oktober kommen soll, da werde ich dann entsprechend die... Autsch, das geht doch ganz schön in die Knie vom Titano abzusteigen. Da werde ich dann entsprechend die Deko noch hinzufügen, wenn es dann soweit ist. Ja, aber ich dachte mir, ich fange jetzt schon mal an, so ein bisschen das Dörfchen zu bauen. Das ist gar nicht so verkehrt. Da haben wir ein bisschen vorgearbeitet. Da muss ich dann nicht so viel machen, wenn es dann rauskommt. Peu à peu. Also der Mod ist ziemlich cool. Es gab ja schon mal einen Architecture-Mod mit Burgenstrukturen, aber da muss ich sagen, der war sehr klobig. Den hat man ja damals auf Valhalla benutzt. Und der gefällt mir eigentlich nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da einfach die Größenverhältnisse überhaupt nicht passen. Und hier mit diesem Burgen-Mod quasi, mit dem neuen Castle-Mod, kann man halt viel coolere Sachen machen. Ja, man kann halt einfach, man hat einfach viel mehr Möglichkeiten. Das alles ist, wirkt viel verhältnismäßiger von den Größen her. Es gibt auch noch Tore und alle möglichen anderen Sachen. Ich kann ja mal kurz schauen in den Dingensbummens, was es hier noch so alles gibt. Hier craftet man die an dieser Station, ja, an dem Steinmetztisch. Jetzt kann ich nicht drauf zugreifen, weil, glaube ich, der Ketz im Baum steht irgendwie. Muss ich mal kurz den Ketz drehen. Jetzt kann ich drauf zugreifen. Man craftet die ganzen Sachen hier. Wir sehen, hier gibt es Rampen. Und genau, Stairs wollte ich als nächstes machen. Hier auch Port Coolis, das sind so, ja, so Rollgatter. So ein Fallgitter ist das. Ja, kann man auch bauen. Sieht auch sehr cool aus, habe ich mir sagen lassen, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber die Preview-Bilder bei dem Mod sahen sehr cool aus.
Hier so Kneste gibt's auch zum Einsperren von Leuten. Das ist halt auch viel cooler gestaltet. Guckt mal, diese Bögen und diese Gitter, das ist viel cooler als bei dem anderen Castle-Mod. Also ich kann das nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Hat auch sehr gute Bewertungen gekriegt, dieser Mod, und sah auch richtig cool aus in den Vorschaubildern, was man da alles machen kann. Das ist echt der Knaller. Viel mehr Freiheit, viel mehr kleinteilige Sachen auch. Ja, es ist der Wahnsinn. So, jetzt wollte ich. Ah, jetzt wird's neblig. Das ist ganz cool. Das macht so ein bisschen Stimmung hier. Jetzt wollte ich noch, genau, noch ein paar Treppen platzieren. Und zwar hier drüben. Genau. Flansch die mal hier ran. So. Und hier noch eine. So. Kann man jetzt eigentlich hier unten am Fuß auch noch Treppen ansnappen oder geht das nicht? Das geht sogar, guckt mal. Ich könnte jetzt hier sogar noch diese kleine Stufe ergänzen, damit man hier leichter hochkommt. Den Stein hier machen wir mal weg. Weg damit. Genau, hier ist nämlich noch. Fehlt nämlich noch was. Guckt mal, hier ist so ein Absatz. Den müssen wir natürlich verschwindibussen lassen. Genau, so sieht das viel besser aus. Juhu, jetzt kann man hier rein. Hochlaufen, ganz normal. Wunderschön. Man kann übrigens auch. Für einige, die sich jetzt vielleicht ein bisschen wundern, man kann auch die Gestalt der Foundations verändern. Man kann ja auch sagen, Obsidian. Ja, dann sind die so dunkel. Jetzt sieht man es beim Nebel leider nicht so gut. Aber Greystone kann ich sagen, das ist der Standard. Was mich ein bisschen wundert, ist, man kann keine Holzfoundations machen. Also man kann denen keine Wooden Skins geben. Aber wahrscheinlich soll die Foundation immer aus Steinen sein. Ist wohl auch irgendwie logischer, aber ich fände es auch cool, wenn es da noch einen Holzskin gäbe. Kommt bestimmt auch noch irgendwann. Mal gucken. Der Modder wird das bestimmt machen. Kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt will ich mal schauen, was können wir denn sinnvollerweise mal ausprobieren? Vielleicht mal eine Säule. Eine Säule interessiert mich mal. Wie sehen denn Säulen aus? Battlements, wartet mal. Battlements, was ist denn das? Ach, das sind diese, die Zinnen. Die Burgzinnen sind das auf den Mauern obendrauf. Pillars, was brauche ich denn für eine Pillar? Oh, Steine. Steine habe ich gerade nicht mehr so viele. Habe ich im Ketz noch welche? Wieder mal schlecht vorbereitet hier. Erwartet mal, wenn ich hier Wände abreiße, müsste ich eigentlich ein paar. Moment, ich mache mal Folgendes. Ich werde jetzt einfach hier mal die Stairs einfach überbauen. Oh, jetzt muss ich aufpassen, jetzt bin ich überladen sonst. Erstmal die Wände wieder wegtun. Wenn ich jetzt die Stairs nämlich überbaue, kriege ich ja die Hälfte der Ressourcen wieder. Und das bedeutet, ich kann dann die Säule ausprobieren. Die will ich jetzt noch austesten. Die habe ich noch nicht gesehen. Ich habe viele Sachen noch nicht gesehen. Ich habe momentan nur das gebaut, was ihr hier seht. Kann ich eigentlich die Appearance von den Stairs auch verändern? Ja, das könnte ich auch. Guckt mal, wir können da auch bemooste Steine draus machen und sowas. Man kann wirklich jedem Ding kann man hier einen eigenen Skin geben. Ist schon verdammt cool. Jeden einzelnen, ich könnte auch jedem einzelnen Platz hier, könnte ich auch einen eigenen Skin geben, oder? Ach, oben, okay, oben sieht es immer gleich aus. Ja, oben sieht es immer gleich aus, egal was man einstellt. Alles klar. So, haben wir jetzt genug Stein? Haben wir jetzt genug Stein? Haben wir jetzt genug Stein? Schauen wir mal rein. So, jetzt baue ich mal hier diese Säule. Mich interessiert mal die Säule. Ich finde es vor allem ein bisschen verwunderlich, dass es nur eine Art Säule gibt. Aha. Oh, die sinkt in den Boden ein. Das ist, glaube ich, nicht so gedacht, oder? Soll wohl nicht so sein. Stimmt irgendwas nicht. Sinkt die überall ein? Schauen wir mal. Ja, die sinkt überall ein. Okay, da stimmt mit der Säule irgendwas nicht. Das ist, glaube ich, nicht so gewollt. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Die sollte. Weil man sieht ja hier in der Vorschau, sieht man ja schon, dass sie sehr groß ist eigentlich. Aber wenn man sie hier platziert, sinkt sie so seltsam ein. Ah! Ah! Ah, ah, kleines Schweinchen. Wolltest mich hier überraschen? Während ich hier Sachen erkläre. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wie ihr immer hierher kommt. Und Stress macht. Geht tot. Alter, Level 88 auch noch.
kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Ich platziere die jetzt trotzdem mal, weil es mich einfach interessiert. Können wir ja hier so als... neben der Lampe so als Tisch aufbauen. Guckt mal, jetzt kann man hier so ein bisschen sich hinstellen. Und kann da was abstellen, irgendwie einen Krug oder so. Man kann das ganze Zeug auch wieder nehmen. Man kann es aufheben, man muss es nicht stehen lassen. Ist auch cool. Ja, und da würde ich sagen, sind wir wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ihr seht, das Halloween-Dörfchen, das nimmt Gestalt an. Ja, wenn man das dann noch mit Kürbissen und Vogelscheuchen und so ausstaffiert, dann sieht das bestimmt richtig genial aus. Dann vielleicht noch so eine kleine Mauer drumherum, dass hier nicht immer ständig Viehzeug reinläuft. Und dann haben wir hier ein richtig cooles Dörfchen aufgebaut. Dann sind wir quasi bereit für Halloween. Dann haben wir so einen kleinen Themenbereich. Ja, in einem guten Vergnügungspark muss es auch Themenbereiche geben. In diesem Sinne sage ich bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao!